Yeah, buenas noches, se habla español en el Tivoli, bei Wacker Innsbruck, Iñaki, Bea und Carlos Merino, bei den Riedern, Karil, Nacho und Guillem, alle vom Beginn weg dabei. Das gab's noch nie in der Bundesliga, möchte man meinen. Stimmt nicht, gab's schon einmal bei Ried gegen LASK. Da waren auch 5 Spanier in der Grundaufstellung. In den traditionellen schwarz-grünen Dressen, die Innsbrucker, in Hälfte 1 von links nach rechts. An die 7000 Zuschauer am Tivoli. Ried mit der ersten Möglichkeit nach wenigen Sekunden. Schuss von Hacic über das Tor. 5 Spanier also am Platz und hier hinkt einer davon. Nach wenigen Minuten Carlos Merino. Er muss dann ausgewechselt werden und schließlich, das nehme ich vorweg, beendet nur noch sein Mannschaftskollege Iñaki Bea als einziger Spanier diese Partie. Für Merino kommt Öbster. Spiel plätschert anfangs dahin, die Tiroler sehr offensiv angelegt, allerdings die Verbindung Abwehr und Angriff passt nicht, Ried üblich gut organisiert, aber auch aus Standards gefährlich. Freistoß Lexer, Glasner und super Parade von Tormann Harald Planer. Ja, seine Karriere im Sommer beenden will. Toll den Ball herausgefischt. Ersatz für Standard-Goli Grünwald, der noch immer verletzt ist. Auf der Gegenseite Burgic. Spiel nimmt Fahrt auf. Schröter und da hält Jan-Marc Riegler noch den Fuß hin und kann dadurch die Führung der Innsbrucker verhindern. Schön aufgespielt von Burgic. Riegler rettet in den Corner. Schaußen jetzt im Minutentakt. Die Ecke getreten von Schröter. Kopfball, Bammer und super Parade von Gebauer. Also 3 hochkarätige Chancen innerhalb von 3 Minuten. Torleute konnten sich hier auszeichnen. Ja, Trainer Walter Kogler und sein Gegenüber Paul Chludowat sehen eine Partie, die immer besser wird. Freistoß für Ried. A Corner für Ried. Florian Mader. Und der Ball ist drinnen. Schwerer Fehler vom Planer. Ja, Jan-Marc Riegler wird dieser Treffer zugesprochen. Oder war es vielleicht doch ein Eigentor von Schweinocher? Es ist schwer zu erkennen. Hier der Fehler vom Planer. Wer war da zuletzt dran? Wer hat dem Ball die entscheidende Richtung gegeben? Wird wohl die Bundesliga erst morgen klären. Wir führen Riegler als Torschützen. Minute, die Führung also für die Gäste, die verdiente Führung, wenngleich die Innsbrucker einige Chancen haben, aber es wirkt alles nicht wirklich organisiert und rund bei den Tirolern. Nicht ganz alles. Zweite Spielhälfte, einige Wechsel. Die Spanier werden ausgewechselt. Riesenmöglichkeit jetzt. Die Rieder nicht mehr so aktiv wie in Hälfte 1. Und Gebauer hier mit einem Fehler. Da bringt Burgic den Ball noch zur Mitte, aber Mader kann dann doch noch klären. Minute 78. Einige gelbe Karten und dann diese Szene. Das komplette Auszucken des Marcel Schröter. Was ist da in den Tiroler gefahren? Glatt rot. Völlig klar diese Entscheidung. Doppelfoul. Zuerst ein Tritt gegen Mader. Schauen wir uns das an. Hier der Tritt gegen Mader. Dann kommt Hacic dazu und der wird dann auch noch attackiert. Also eine unfassbare Aktion von Marcel Schröter. Glatt rot. Schiedsrichter Hakam. Bleibt hier gar nichts anderes über. Innsbruck nur noch zu 10.
78. Minute, und warum er sich da aufregt, weiß nur er. 2 Minuten später. Harald Bichler. Und ein Tritt gegen Hammerer. Ja, dreht sich gleich um. Der nächste Innsbrucker, der gehen muss. Und ich sage einmal, das ist fast eine Fehlentscheidung. Das ist auch glatt rot und nicht gelbrot. Dieser furchtbare Tritt gegen Hammerer. Nämlich hier. Ja, damit scheint die Partie natürlich gelaufen. Wechsel bei Innsbruck. Marco Köfler feiert sein Bundesliga-Debüt. 2 Mann weniger, 0:1 hinten. Dann gibt es aber Spielverzögerung. Thomas Schrammel bekommt hier von Schiedsrichter Hakam gelb-rot. Damit nur noch 10 gegen 9 für die Rieder. Und die Partie beginnt nun doch noch leicht zu brennen. 91. Minute, einer out, ein Wurf, Burgic. Und Tor! Köfler, der Eingewechselte, 9 Minuten war er drinnen bei seinem Bundesliga-Debüt, schießt er den Ausgleich für Wacker Innsbruck. Ein unglaubliches Spiel, das wirklich viel geboten hat. Und er der Torschütze. Marco Köfler. Na, ihr Bundesliga-Debüt, 9 Minuten waren Sie am Platz. Was ist dann passiert? Ja, dann ist der Ball schön zu mir gesprungen und ich habe mir gedacht, ich ziehe einfach hoch mit meinem rechten, schlechteren Fuß. Und der hat dann genau ins Eck gepasst und bin natürlich überglücklich, dass das jetzt so ausgegangen ist. Erzählen Sie mal zu Ihrem Tor. War das Ihr Tor oder war das möglicherweise Kollege Schwenocher? Schwer zu sagen. Es kommt der Ball, ich sehe ihn fast gar nicht. Der springt mir irgendwie auf die Hüfte und der Ball kullert ins Tor. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir sind zufrieden, können mit dem Punkt leben. Und die Haltung war großartig. Die Leute, die hier sind, also die freuen sich, gehen zufrieden nach Hause und das passt. Unentschieden im 7. Spiel.